Hallo Freunde und willkommen zurück zu Let's Play Bioshock. In der letzten Folge haben wir ja herausgefunden, dass wir zum Tennisspielen keinen Tennisschläger brauchen. Und jetzt sind wir mal weiter jetzt in der Praxis von Dr. Steinman drinnen, wie man hier an seinem versuchten Experiment hier sieht. Okay, gibt's ein Money. Symmetrie. Heute habe ich mit der Göttin zum Mittag gegessen. Steinman, sagte sie, ich bin hier, um dich von der Tyrannei des Gewöhnlichen zu befreien. Ich bin hier, um dir eine neue Art von Schönheit zu zeigen. Ich fragte sie, was meinst du damit, Göttin? Symmetrie, mein lieber Steinman. Es wird Zeit, dass wir etwas gegen die Symmetrie unternehmen. Der Typ hat doch einen Knacks an der Birne. Kann man leider nicht entziffern, was auf der Zeitung steht. Schade. Nein, oh große Schönheitsgöttin! Er wird alles ruinieren! Schnapp ihn dir! Lass ihn von deinen Habilien in Stücke reißen! Wow! Wow! Ja, da hätten wir das auch abfackeln können. Ich will nochmal zurück. Ja, da liegt ein Plasmid. Ein Moment, wo ist denn der Roboter hingeflogen? Naja, was haben wir hier? Statische Entladung. Neues Tutikum, statische Entladung. Ryan Industries stellt die neueste Entwicklung der genetischen Abwehr vor. Statische Entladung macht aus ihnen eine wandelnde Tesla-Spule, die jeden ihrer Angreifer einen elektrischen Schlag versetzt. Okay. Also quasi, wenn mir ein Gegner sehr viel Schaden zuhört, entlade ich mir eine Stromladung und dann kriegt der Schaden, der Typ. Füllungs-Dingsbums-Tasche aus einer Wasserleiche. Njam, njam, njam. Hui! Aha! Wir hätten das andere wegnehmen müssen, Feuerbeut. Abfackeln meine ich, sorry, nicht Feuerbeut. Das wäre auch so Feuerbeut. Gehen wir mal kurz hier raus. Das wäre ein schönes Aquarium. Safe. Okay, versuchen wir uns mal. Scheiße. Nochmal neu. Aber jetzt einen Schlag bekommen. Nochmal. Hacken. Scheiße, wir haben es anders, hätten es anders machen müssen. Au. Mann. Jetzt aber fix. Ach komm. Kriegen wir nicht hin, wieso? Ach da.
Das war knapp. Alter. Ach schon, ich bin blind oder so. Ich sehe das, ich das nicht sehe. Boah. Alter, Lachschaos hier. Oh. Was haben wir hier? Aphrodite ist unterwegs. Aphrodite geht durch die Gänge. Sie glänzt wie die Klinge eines Skalpells. Steinman, ruft sie. Steinman, ich habe, was du suchst. Du musst nur deine Augen aufmachen. Und wie ich die Augen öffne, schneidet sie mich in 1000 wunderschöne Einzelteile. So ein kranker Bastard. Entschuldigung, wenn ich das sage. Ah, Gott, was? Perfektion. Ich mach trotzdem hier nochmal für 10 Dollar hacken. Dass der sich ja nicht heilen kann, der kranke Idiot hier. Gehen wir da. Okay. Mal alles untersuchen. Adam Baines was any exam for not begin beautiful. Aha. Was soll ich bloß mit der hier anfangen, Aphrodite? Sie hält einfach nicht still. Ich will doch, dass sie schön werden, aber es gelingt mir nie. Die hier, zu fett. Die da, zu groß. Jene, zu symmetrisch. Und das da? Was ist das, meine Göttin? Ein Eindringling. Er ist hässlich. 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 Hässlich! Zieh den Schlag. Widerlich. Drück mir nicht auf die Pelle! Ja, komm. Na komm. Heute mit dem Ding jetzt zusammen, ha? Habe ich mit Absicht gemacht. Meinen Schlüssel nicht und mach dich auf den Weg zurück zum Notzugang. Ich mach mich auf den Weg zur Rückseite von Port Neptune. Wir schaffen es noch rechtzeitig. Das Voll war voll mit Absicht. Nutz mir mal ein Auto, Hacker. Ach, da war bloß Medizin drin, oder was? Okay. Sehr viel Money, aber ich möchte lieber mal hier. Ich möchte mir noch mal alles hier durchsuchen. Warte mal, kann man die Leichen hier von dem hier? Warte, jetzt bin ich ganz verwirrt. Schauen wir mal, ob wir die noch untersuchen können, ob die nicht das, was sie wollte. Das ist hervorragend gelungen, Dr. Steinman. Doktor? Wissen Sie, wenn ich Sie jetzt so ansehe, ich habe gar nicht bemerkt, wie in Ihrem Gesicht alles hängt. Skalpell! Wie bitte? Skalpell! Doktor, ein Lifting ist bei ihr nicht vorgesehen. Wir schneiden nur hier ein wenig ein. Doktor, hören Sie auf zu schneiden! Doktor! Doktor, hören Sie auf zu schneiden! Holen Sie den Leiter der Chirurgie! Den Chef der Chirurgie! Schnell! Sag ich doch, kranker Bastard.
Wow, wow. Wow. Eine Little Sister. Das ist die Gelegenheit für dich, an etwas Adam zu kommen. Nur du und ich. Und all das leckere Adam, das ich trinken kann. Dich von ihr fern, oder du bekommst die nächste Kugel ab. Ganz ruhig, Doktor. Er ist nur auf der Suche nach etwas Adam. Nur genug, um durchzuhalten. Ich lasse nicht zu, dass er meinen Kleinen etwas antut. Ist schon in Ordnung, Kumpel. Das ist kein Kind, zumindest jetzt nicht mehr. Dr. Tenenbaum hat dafür gesorgt. Bitte tu ihm nicht weh. Hast du kein Herz? Tja, nette Predigt von dem skrupellosen Monster, das diese Kreaturen überhaupt erst erschaffen hat. Sie haben diese kleinen Mädchen doch in das verwandelt, was sie sind, oder etwa nicht? Hör gut zu, mein Junge. Ohne das Adam, das diese Dinger bei sich tragen, wirst du es nicht schaffen. Du musst dich entscheiden. Wer soll überleben? Du, meine Frau und mein Kind? Oder diese Mini-Frankensteins von Tenenbaum? Hier, es gibt noch einen anderen Weg. Nimm das hier und befreie sie von ihrer Qual. Vertrau mir, ich sorge dafür, dass es sich auch für dich lohnt. Irgendwie. Ja. Entscheide dich, ob du die Little Sister ausbeuten oder retten willst. Wenn du sie ausbeutest, enthältst du das maximal Adam, das du für deine Plasmide ausgeben kannst. Allerdings wird diese Produktion, wird sie das nicht überleben. Wenn du sie rettest, erhältst du weniger Adam. Dafür hat Tenenbaum für diesen Fall eine Belohnung versprochen. Und ich bin kein Monster, meine Freunde. K. Danke. Danke. Der Weg der Gerechten ist nicht immer der einfachste, verstehst du? Aber du wirst den Lohn dafür erhalten. Geduld. Zeit für die Heilung. Tenenbaum hält dich zum Narren. Diese Dinger sehen zwar aus wie kleine Mädchen, aber das ist auch schon alles. Um zu überleben, brauchst du so viel Adam, wie du kriegen kannst. Halt die Schnauze, Atlas, ich bin... Wenn du wieder mal auf so einen Gatherers Gartenautomat stößt, nimm auf jeden Fall wieder ein oder zwei Plasmide mit. Aber natürlich nur, wenn der Preis dafür nicht zu hoch ist. Halt die Klappe, Atlas. Gib einen Gatherers Garden Adam für neue Kräfte aus. Ja, nächste Aufgabe. Hier steht Splicer drauf. Wie gesagt, ich bin kein Monster. Ich hätte das Kind auf jeden Fall gerettet und ich werde es auch weiterhin tun. Ich meine, ich habe es ja gerettet. Herrlich, oder? Immer so richtig so Werbetafel. Sicherheit, Licht, schreckt sie ab. Revolution in der Flasche. Teleportation schneller als das Licht. Sorry, das musste ich mal sein. Ja, kannst du jetzt nochmal 100 Mats singen. Mal alles hier ausräumen. Verletzbarkeit der Gatherer. Diese kleinen Mädchen sind nicht nur echte Adam-Fabriken, sie sind auch nahezu unzerstörbar. Sie heilen ihre Wunden, indem sie mit Hilfe von Stammzellreserven neues Gewebe herstellen. Sie unterhalten eine symbiotische Beziehung zu den ihnen implantierten Schnecken. Wenn man die Schnecke entfernt, stirbt der Wirt. Wie du siehst, hat das nichts mit Mord zu tun, sagte Tenenbaum. Es ist eher so, als würde man bei einem Koma-Patienten die Beatmung einstellen. Okidokilis, sag ich mal. So, jetzt schauen wir mal. Eve-Upgrade. Gesundheits-Upgrade. Und ich entscheide mich mal für ein Gesundheits-Upgrade. Deine maximale Gesundheit wurde erhöht. Du kannst mehr Treffer verkraften, ohne eine Wiederbelebungsstation aufsuchen zu müssen. Dann war kein Adam mehr.
Und schwuppdiwupp, oben links seht ihr's, haben wir mehr Leben. Bisschen Muni noch. Dann gehen wir jetzt schon mal hier weiter noch ein bisschen rum. Da ist wieder eine ganz freudig. Rechtschaffenes Rapture. Der Grund des Meeres ist unsere Heimat. Aber er ist auch gefangen. Du bist nun soweit. Zeit für dich, es mit einem der Big Daddies aufzunehmen. Es wird kein Zucker schlecken. Aber nur so kommst du an die Little Sisters an. Und an das Elend, das sie bei sich tragen. Weiter vorne ist nun eine Little Sister. Um das Elend von ihr zu erhalten, musst du dich zuerst um den Big Daddy kümmern. Und bis... Da seht ihr den Big Daddy und die Little Sister. Und wie es weitergeht, seht ihr dann in der nächsten Folge, meine Freunde. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben. Und schreibt mir doch einfach mal, was ihr davon so haltet, von dem Spiel. Bis dann. Cheerio.